Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Beim letzten Mal waren wir in der Story von Hitman 3 in dieser Mansion und haben da einen Todesfall in der Familie geklärt. Und dann hatten wir, als wir weggefahren sind, auf dem Motorrad den Funk gehört, dass die angegriffen worden sind. Genau, und da haben wir in der Zwischensequenz noch gesehen, dass Lucas Gray, ich weiß gar nicht, wie der Name ist, ich falsch sagen, ja, Lucas Gray passt bestimmt, sich getötet hat. Und wir Olivia aufsuchen sollen, weil Diana uns nicht helfen kann. Und da machen wir jetzt weiter. Oh, okay, es gibt gar kein Intro. Oh, okay. Ja, ich dachte, jetzt gibt es wieder eine Intro-Sequenz, aber macht ja auch Sinn, dass wir keine haben, weil wir haben ja keine richtige Mission, sondern nur die wir finden. Wir können nichts mitnehmen. Haben nur einen Startpunkt wahrscheinlich. Haben wir nicht? Okay. Egal, wir spielen noch Profi und gehen dann direkt mit der Sequenz vielleicht rein. Ich weiß nicht, ob jetzt hier überhaupt eine Sequenz kommt oder auch einfach nicht. Das ist auf jeden Fall neu, dass einfach gar nichts kommt. Das ist das erste Mal, glaube ich sogar, dass einfach nichts kommt. Mich würde es jetzt auch nicht verwundern, wenn wir jetzt einfach direkt reinspawnen würden, aber nichts passiert. Ah, doch, ich glaube. Glaube ich? Oder Lauf sind wir jetzt gleich einfach doch Charakter? Und er versteckt gerade einfach nur die Ladezeit vom Spiel. Ich glaube, wir haben echt gar keine Szene, ne? Nö. Ich habe keine Shift. Nichts. Ich kann nur das Handy benutzen. Okay, wir benutzen nochmal das Handy. Eine Karte? Hat nichts. Oben keine Karte, oben steht nur. Also da müsste eigentlich eine Karte sein, weil die grünen Waffen sind ja mal rechts neben der Karte. Puh. Weiß nicht, guck mal, hier steht ein Auto mit Lichtern. Da hingehen würde ich aber trotzdem mir gerne die Tankstelle einmal angucken, wo ich jetzt einmal runterlaufe. Hier ist nichts. Also das ist ja schon komisch. Kommen wir hier rein? Kommen wir auch nirgendwo rein, ne? Nirgendwo, ich kann auch nicht meine Sicht hier benutzen. Crouchen könnte ich. Dann sollen wir wahrscheinlich nicht in die Tankstelle oder ist hier was? Doch, hier ist irgendwas. Flyer? Dass ich Steuerung nicht drücken kann, verwirrt mich ein kleines bisschen. Das ist hier gar nichts, ne? Naja, dann bleibt uns ja nur noch der Weg da hinten runter zu laufen, glaube ich. Können wir denn speichern? Speichern können wir. Dann speichern wir wenigstens einmal. Und dann laufen wir jetzt da runter. Weil das Auto leuchtet auch perfekt hin. Deswegen denke ich mal, dass hier ein Weg ist. Ja, hier ist auch ein Weg. Vielleicht finden wir ja was. Betreten verboten. Da halte ich mich ja sonst auch nicht dran, ne? Haben wir hier irgendwas? Nee. Blechrohr. Nur mitnehmen. Und hier ist auf jeden Fall eine Tür, die ich nicht öffnen kann, weil ich keinen Schlüssel, keinen Dietrich, nichts habe. Okay. Na, dann laufen wir mal den Weg weiter lang richten. Oh. Okay. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep
your head down. I'll take care of this. War das der Club, den sie gerade, glaube ich, am Telefon meinte? Kann ich jetzt wieder? Ah, jetzt kann ich wieder. Ah. Eliminieren Sie die ICA-Agenten. Woher weiß ich, welches die ICA-Agenten sind? Ist das ein ICA-Agent? Ich, die müssten ja rot sein, die ICA-Agenten. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt jeden töten muss. Ich laufe mal hier lang. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht noch einen sehe. Nee. Hier sehe ich nichts. Komme ich irgendwie, dass hier irgendein Gelände hier ist? Wo eine Art Tür, wo ich durchkomme? Oder bin ich irgendwo dumm? Ja. Was Footsteps gehört. Kann ich hier rumlaufen? Nee. Also, ich würde jetzt einfach. Nee, okay, da darf ich anscheinend nicht lang. Da komme ich da oben lang. Irgendwie, ich glaube nicht, ne? Da bin ich mir auch zu einfach, wenn ich da oben rum. Okay, das heißt, ich muss hier rechts lang. Hier ist aber jetzt auch nicht der Typ, ne? Dass ich auch die Leute dann hier kennen kann. Ich denke, wenn wir durch den Eingang gehen, dann triggert die eigentliche Mission ist, weil ich glaube. Noch. Doch, hier komme ich durch. Ich kann echt kein Ziel erkennen. Ich muss wahrscheinlich auch noch rausfinden, dass es überhaupt die ICA-Agenten sind. Wir nehmen erstmal ein paar Basics-Sachen mit. Da ist Zutritt verboten. Wie komme ich denn dann in den Club herein? Oder kann ich einfach vorbeilaufen? Gibt es hier eine Story-Mission? Nö. Okay. I'll meet you inside. Yeah, bye. You already know. Get the hell out of here. Nice suit, sir. Really. But I'm sorry, I can't let you through. That's right. You can't be here. Just one guy. No one would even notice if you let me in. Don't make me repeat myself. Okay, das ist ganz weird, die Mission. Okay, dann laufen wir ein bisschen rum und gucken mal, ob wir was finden. Hello, excuse me. I was wondering if you could help me find my bike. Now, I have lost my allergy pills, if you know what I mean. I can get you in for free, if you help me. Komm eines grünen Fahrrads in der Nähe. Okay, das ist schon mal ein Ansatz, wie wir reinkommen. Vielleicht war ein bisschen zufällig, aber okay. Dann suchen wir mal das grüne Fahrrad. Das ist kein Fahrrad. Da hat er so einfach angefangen, mit mir zu reden. Grünes Fahrrad. Grünes Fahrrad. Ich glaube halt nicht, dass ich hier lang darf. Sorry, Sir, got orders. Can't let you through. Sorry for the inconvenience. Sir, I would advise you to listen to. Da ist eine Ente durchgeschnitten. Okay. Barry. Okay, ja, dann weiß ich nicht. Wir suchen einfach mal das Fahrrad, weil. So was einen anderen Weg finde ich gerade nicht. Grünes Fahrrad in der Nähe geparkt. Gott, ein grünes Fahrrad. Hier ist ja. Ist ja kein grünes Fahrrad. Auf jeden Fall, hier lag noch irgendwas. Komme ich, glaube ich, eh nicht rein. Weil ich die irgendwie ja wahrscheinlich Dietrich für.
hier ein Fahrrad? Hier ist ein grünes Fahrrad. Das ist nur kein Korb, ne? Den habe ich sehr schon ein ICA Agent. Da ist ein grünes Fahrrad. Da ist ein neongrünes Fahrrad. Und hier ist auch ein Korb, okay. Mal gucken, ob das dein ICA Agent ist. Na, jetzt ist ein Ziel, okay. Der ist wirklich ein Ziel. Ich habe keine Waffen, nichts, um ihn auszuschalten. Da ich ihn eh eliminieren muss, überlege ich halt einfach hier einen Ziegel zu werfen. Ja, droht ein Zigarette aus und noch weiter. Nee, okay, guck nochmal. Gut, dann laufe ich mal eben immer rum und hole mir den. Okay, das heißt, die Mission ist halt wirklich grundlegend anders. Wir haben keine festen Ziele, weil wir wahrscheinlich Olivia nicht haben. Diana nicht haben, die uns sonst immer sagt, was wir machen müssen. Das heißt, wir müssen wirklich auch. Erstmal müssen wir rausfinden, wer unser Ziel ist. Also, jetzt in dem Fall der ICA Agent. Ich weiß nicht. Also, sehen wir mit F1. Unsere Story-Mission, nein. Sehe ich hier irgendwo Ziele? Mission, Gästeliste? Einsatzziele. Eliminieren Sie fünf. Ah, eliminieren Sie fünf Leute, muss ich töten, um eine Botschaft zu senden. Okay. Dann fange ich mit dir einfach mal an. Considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Zhao. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Denkt ihr, er wird hier gefunden werden? Oh, ich habe halt richtig Angst, dass wenn hier nachher irgendwer langläuft, dass er gefunden wird. Okay. Wir haben auf jeden Fall. Jetzt hier unser Outfit und alles. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Genau, suchen Sie es. Lokalisieren Sie. Da habe ich schon. Nee. Sollte das nicht in einem grünen Fahrradkorb sein? Ah, ich weiß nicht, ob ich das schon aufgenommen habe. Ich bin grad nicht sicher. Sonst versuchen wir gleich hier rüber reinzukommen. Ich rede jetzt erstmal mit dem Typen nochmal. I know you're bit. Hey, back off a bit, would you? Sorry. Oh, did you find my allergy pills? I'll die without them. Ja, nimm die Tüte. You are a lifesaver. Thank you. Gar kein Problem, mein Freund. Hey, look, if you want to get into the club, I can get you in for free. You know, you look like a man who needs to let off a little steam. I accept. Oh, you are a little stiff. You really need. Will mal irgendwas anderes in die Hand nehmen. Need to come inside, but I promise you, my allergy pills can remove some of that tension. Follow me. Ich folge dir unauffällig mit einem Anzug. Hey, I should be on the list. The name is Helfried Ziegler. And this gentleman Hello, sir. Is my plus one. Go inside. Next. You have.
have to put this sticker on your phone. No photos allowed. Even when you're on the guest list. If you want to pass, you need to comply to a frisk, sir. Okay, ich muss mich abtasten lassen, das sind jetzt doof, dass ich die Waffe genommen habe. Okay, die haben es nicht gecheckt. Just a quick pat down, sir. Nothing to worry about. Tasten wir ab. Green light. Go ahead, sir. Come on, follow me. I can show you around if you want. Oh, this place is fantastic. Ich folge dir. But it's the best party anywhere. Die beste Party. Oh, and thanks for your help, by the way. Now, if you want to warm up first, there is a chill out area where you can relax. And oh, don't forget the juice bar. Oh, the juice is famous here. Makes all your allergies go away, if you know what I mean. Ganz teilweise auf der Treppe kann ich nicht langsam laufen. Oh, ich habe mittlerweile eine Map. Okay, oh Gott. Oh, das ist sehr groß. Okay, das ist die Straße. Das heißt, wir sind von... Genau, hier war die Tankstelle. Wir sind von hier gekommen. Sind hier runter. Und dann hier und haben hier den gerade den einen ausgeschaltet. Der liegt jetzt da in der Ecke. Okay, das sieht sehr groß aus. Okay. So. Ein paar Leute leuchten heller, aber ich glaube nicht, dass das die sind, die ich ausschalten muss. Oh ne, ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Musik gemacht. Das eine Video, wo wir in diesem, wo wir als Clown verkleidet da durch den Garten gelaufen sind, da lief irgendeine Musik, die wurde wohl direkt ein Copyright claim. Also ist mir relativ egal, weil ich mache mit den Videos eh kein Geld, aber... Ich bleib an der Sicht. Dann höre ich ihn wenigstens. Wollen wir ihm weiter hinterherlaufen oder? Der jagt mal. Wir kennen ihn ja wohl alle. Okay, oh Gott. Ich speichere jetzt gerade so oft, weil ich will das nicht ganz nochmal machen müssen. Okay. Speichern wir jetzt noch ein letztes Mal. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Ich hab gehört. Okay, das heißt, wir müssen noch 5 weitere Agents finden. Dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen rum, ob wir irgendwen in Montur finden. Okay, das passiert, wenn man wenn man das Wort nicht aussprechen, wenn man das vortäuscht, also es bringt nicht wirklich viel. Okay, das heißt, wir versuchen nochmal
nicht da lang. Ich glaube auch nicht, dass hier unten irgendwie jemand sein könnte. Ich glaube eher, dass die Leute an der Seite, also irgendwie draußen irgendwo sind. Hier sind auf jeden Fall ein paar Leute, das heißt, wenn ich mich hier in die Leute reinstelle, sollte ich nicht erkannt werden. Ich dann untertauche. Moin, sehr stark vor meiner Nase. Hier nicht. Ich unter Leuten, du erkennst mich nicht. Was haben wir denn hier an der Seite? Aha. Okay, er ist auch ein Agent. Das heißt, ihm muss ich jetzt irgendwie versuchen zu... Oh Gott, okay, das heißt, man muss wirklich gucken. Ich denke, die mit dem weißen Punkt sind auch die Agents, die uns erkennen. Dann laufe ich immer hinterher und versuche. What? Och, sag mal. Okay. Er hat mich direkt. Ich darf nicht mal ansatzweise an ihn ranlaufen. Jetzt wartet er eine halbe Stunde. Ich gerade auf den Bock. Moment. Das ist ein Besen. Okay, jetzt läuft er weiter als eben. Läuft jetzt hier die ganze im Kreis, weil das so ein bisschen... wie können wir ihn am besten ausschalten? Hier wäre eine Box und ein Keycard-Gerät. Und er darf mich im Notfall auch sehen, weil es nicht mal schlimm ist. Ich überlege, ob wir erstmal alle identifizieren wollen. Und dann versuchen, die auszuschalten, aber ich glaube nicht. Wir laufen mal weiter in dem Meer. Vielleicht gibt es ja gleich eine Option. Komm, wie ich dein Ort. Okay, wir speichern und versuchen erstmal ein Outfit zu kriegen oder irgendwie sowas. Ah, ich bin dumm, hier ist es auch direkt ein Outfit. Der läuft jetzt wieder weg. Das ist unlucky. Okay, sehr gut, damit kommen wir jetzt endlich in die Räume rein. Hier ist unbefugtes Gebiet, warum darf ich hier nicht hin? Ich hab die Waffe nicht mehr, ne?
eine Waffe? Ich glaube nicht, ne? Der Target, der kennt mich auch noch. Okay. Wo wir noch nicht waren, ist hier in dem Tech-Only-Bereich. Darf ich hier rein? Ich darf hier rein. Oh, das ist sehr schön. Der Tech-Only-Bereich gefällt mir hier vorne gerade. Okay, wir sammeln auch mal alles ein. Schraubenschlüssel nehmen wir mit. Hier können wir was einschalten. Hier können wir überall durch, weil wir jetzt die Schlüsselkarte haben. Also hört sich an, als wenn wir hier irgendwas overloaden können. Sorry. Nein, kannst du nicht. Ich rede mal weiter, obwohl ich schon weg bin. Untertauchen wir hier. Hier werden wir wieder loswerden. Haben wir hier mal eine Toilette, hier haben wir ja, zum Loswerden, Zutritt nur für Personal. Da habe ich einen Schlüssel für. Das war einfach, na, okay. Das ist einfach das hier, okay. Versuchen wir mal hier durchzukommen. Zutritt nur für Personal, gehen wir hier nochmal durch. Das sind, glaube ich, hier so. Genau, so. So, wir haben hier eine Kokosnuss, da kommt jemand rein. Wir speichern einmal, weil ich glaube. Ich weiß nicht, ob der da jetzt nicht rein, aber sein Outfit habe ich noch nicht. Okay, damit habe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Ich wollte nicht wieder Kokosnuss, ich wollte ein ganz normales Ding, so wie sonst auch. Okay. Ich weiß nicht, ob wir sein Outfit nehmen sollen. Was war der für ein Outfit? Er wäre der Barkeeper. Die Bar müsste nur irgendwo nach draußen und nicht hin. Hier könnte eine Bar sein. Hier ist der Eingangsbereich. Hier war der Bereich, wo keiner hin darf. Also hier konnte. Also ich würde sagen, entweder hier oder hier könnte die Bar sein. Hier war auch ganz. Also ich würde sagen, hier oder hier oben. Bin mir gar nicht sicher. Ich würde spontan mal sagen, ja komm, wir nehmen das Barkeeper-Ding mal. Und auch nochmal hier durch. Ah ne, hier ist auch einfach eine Bar, okay. Könnte hier jetzt wieder irgendwer vorbeikommen und ich kann ihn dann noch servieren? Oder wie mache ich das? Verlassen. Ich glaube hier durch. Oh, das ist mein Lieblings-Item, die Münze. Nun ja, ich stecke ja immer ein paar Sachen an. Kommt der Typ nochmal hier hin, dann würde ich den vielleicht bedienen. Mit, ich glaube, ich habe da vorhin Ratten gebrechen. Mit, genau, damit er erst in der Toilette rennt, ne? Gerade gespeichert, als ich ihn genommen habe? Nee, ne?
Sicher, ich weiß halt nicht, ob der je zu mir kommen würde. Okay, irgendwie hat das noch nicht so ganz funktioniert. Was haben wir hier? Waschbecken überfluten. Ne, das will ich eigentlich nicht. Ich habe ja schon ein Outfit. Dann gehen wir nochmal als Club-Typ durch die Gegend und gucken mal. Bin mir nicht sicher. Irgendwas muss ja wirklich in dem Bereich da draußen, den ich gerade gesehen habe. Dann suchen wir nochmal. Ich denke, der Bereich wird aber oben sein. Oh, ich darf jetzt hier lang, weil ich Tech-Stuck bin, ne? Genau. Hier waren wir noch nicht gucken. Das war Mac. Ich glaube, die Mission ist einfach mehr Map exploren als alles andere. Okay, hier ist der Tech-Only-Bereich. Oh Gott, das war knapp, weil ich habe immer noch nicht gespeichert. Ich speichere jetzt sicher immer. Okay. Der Tech-Only-Bereich. Was haben wir hier? Nicht wirklich viel. Wir kennen uns hier gerade keiner. Der läuft gerade da unten lang. Kann ich den von hier oben irgendwie erschießen oder so? Er hat auch keine Waffe, ne? Hier ist jetzt die Kamera. Einschalten. Hier kann ich was einschalten, dann kann ich jemanden ausschalten. Ich will eigentlich nicht die Kameras löschen müssen. Hier ist das letzte, was ich will. Da vorne steht wieder jemand mit Punkt. Das könnte wieder einer von. Okay, da darf ich nicht hin. Oh. Okay, gut, dass ich genau davor gespeichert habe. Oh Mann. Schwierige Mission ohne Diana. Also Diana hilft schon echt viel. Okay, Hey, you. Okay, wir gucken mal weiter. Oh, schnell durch, erkennst du mich nicht? Also hier eine Brechstange. Hier konnten wir untertauchen, das war das hier, glaube ich. Und ein Hammer. Ist der Hammer tödlich? Nein, der Hammer ist auch nicht tödlich. Nichts tödlich. Okay, dumme Idee, hier gibt es Überwinden. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich will das. Okay, ne, irgendwie bringt mir das gar nichts. Achtung, eine volle Überregung überprüft. Das könnte tödlich enden. Ich, aber dann töte ich ja nicht. Na.
Wo hatte ich gespeichert? Da hatte ich gespeichert. Hat der mich erkannt? Okay, ich habe das Gefühl, er könnte nochmal so ein Typ sein. Ich weiß nicht halt, ob das als Unfallkill zählt, wenn ich ihn irgendwo hinschubse. So, die gucken jetzt nicht hin. Jetzt ist die Frage. Okay, na, das zählt leider als... Na, die sehen mich da. Okay, vielleicht kann ich die da weglocken mit dem... Na, ich glaube, die anderen haben es sogar gar nicht gesehen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hier mache... Jetzt guckt jemand nach. Okay, der geht jetzt nachgucken. Die guckt auch nie in der Zeit nicht hier rüber. Okay, dann nehme ich den jetzt hier. Bewältige ich dich und ziehe dich einmal hier rum in das Böckchen rein. In der Hoffnung, dass mich hier keiner sieht, auch hier nicht. Weil hier bin ich mir nicht sicher. Ne, mich sieht keiner. Dann mache ich hier wieder raus. Jetzt geht sie gucken. Der Schraubendreher ist tatsächlich tödlich, ne? Ja, das ist... Schraubendreher ist tödlich, okay. Pack den Schraubendreher weg und nehme Münze in die Hand. Jemanden beseitigen. Der kann nachher gerne wieder aus der Box hier rauskommen. So. So, und jetzt, warte. Ich jetzt das Teil nehme und jetzt einmal Speicher. Oh, jetzt kommen die Leute lang raus. Natürlich kommen die jetzt genau hier hin. Sag mal. Hier ist direkt der nächste. Es wäre jetzt gut, wenn wir jetzt. Ich speichere jetzt mal, wenn ich jetzt schnell mache und ihn hier. Okay, es zählt als Silent Assassin Kill. Okay, dann speichern wir. Shit, die war auch gar nicht gekillt.
Mal gucken, wo der Typ hinläuft. Weiß nicht, wo das hier hingeht. Habe ich gerade irgendwas überschrieben, was ich nicht überschreiben wollte? Ich weiß es nicht mehr. Ne, 43. Das war das Spiel, wo ich ihn runtergekickt habe. Okay. Der steht jetzt hier gerade. Mit diesen. Warum hat er einen persönlichen Bodyguard? Geh ich auch nicht weg, ne? Ja, hier darf ich wieder sein. Ich muss hier auf jeden Fall die Kamera aus jetzt löschen. Und das ist, glaube ich, immer noch eine unerlaubte Option, ne? Natürlich. Jetzt kommt der hier rein. Läuft der hier noch weiter? Ich weiß es nicht. Oh, das wird schwierig. Das ist eine schwierige Mission. Okay. Der läuft jetzt wieder woanders lang, glaube ich. Ich glaube nicht hier lang. Warum konnte ich die Tür nicht zumachen? Okay, das geht aber so. Also ich kann ihn da ausschalten, ich muss nur die Tür rechtzeitig zukriegen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Okay. Das heißt, die achten da gar nicht drauf, die gucken gar nicht in die Richtung. Mhm. Weil die achten gar nicht auf mich, die zwei. So, den haben wir auch. Den soll euch nicht als die. Chamberlain, report. Der reportet hier gar nichts mehr. And that makes three. The math was on our side. This shouldn't be happening. So. Dann müssen wir jetzt noch den. Da oben töten. Ah, warte, ich wollte die Videoaufzeichnung irgendwie wegkriegen. Ja, wahrscheinlich mache ich das jetzt einfach mit einem meiner 50 Items hier. Ich hoffe, es kommt jetzt wie gesagt nur einer. Wenn mehrere kommen, hätte ich wieder ein Problem. Ja, er setzt sich immer wieder hin, das heißt, ich kann ihn nur noch anticipating every move we make. He might be listening in. There's no other explanation for it. Go silent, we can't risk it. Ich hoffe einmal, dass hier niemand auf Toilette geht, weil sonst hätte ich ein ganz großes Problem, wenn da irgendwer auf Toilette gehen würde.
ziehen. Hier kommt, doch, er kommt gerade wieder die Treppe runter. Das ist ein bisschen doof. Das muss mal schnell sein. Und den hier auch in den Raum reinkriegen. So, ich hoffe, hier ist jetzt nicht irgendwas in dem Raum, was uns verrät. Das heißt, wir warten jetzt einmal, dass er hier reinläuft. Kleiden ist Nummer 6. Da ist noch so ein Flugtisch, der wird das Outfit wieder. Die laufen jetzt einfach weiter, okay. Okay, ich habe mittlerweile schon so viele Items. Ist hier irgendwas schon gedacht? Ich weiß es nicht. So, perfekt. Hier ist jetzt nichts mehr los. Da liegt noch eine Waffe, das ist gut. Dass die gerade nicht gefunden wurde. So, und dann haben wir hier die Videoaufzeichnung, die werden wir löschen. Sehr gut, alle Beweise gelöscht. So. Das heißt, jetzt speichern wir genau an dieser Stelle. Wir sind wieder mit grünen Pistolen unterwegs und müssen noch zwei Stück töten, noch ein Umhören und Fragezeichen. Ich glaube, zwei Stück müssten reichen. Okay, dann versuchen wir jetzt ihm sozusagen entgegenzulaufen. Da hoffen wir, dass hier keiner runterkommt. Ich glaube nicht. Ihn dann irgendwie abzufangen. Sein Bodyguard nervt ein kleines bisschen. Warum auch immer er einen Bodyguard hat und die anderen nicht. Wir suchen einfach mal. Ist da auch ein Agent? Dann hätte ich hier noch den letzten, den ich suchen muss. Risky, aber hat funktioniert. Versuchen wir ihm irgendwie entgegenzukommen. Das Problem ist, ich muss den Bodyguard loswerden. Vielleicht wird den Bodyguard loswerden, indem ich dann hier einfach das Ding machen und dann da irgendwo in die Ecke lege oder irgendwo hier in die Ecke lege. Was ist hier? Hier haben wir irgendwas in der Richtung. Hier könnten wir noch mal loswerden. Okay, das heißt, wir versuchen mal die Leibwache hier loszuwerden. Ich glaube, das ist unsere beste Chance, die Leibwache hier auch nochmal loszuwerden. Also wir speichern einmal und lösen das hier. Ich einmal aus, wenn die hier langlaufen beide und dann gucken wir mal, wer von den beiden kommt. Ich hoffe nur einer. Oder gar keiner. Gar keiner ist auch viel. Oh Mann. Dann laufen wir den mal weiter hinterher, vielleicht mit irgendwas nicht tödlichem. Den einen dürfen wir töten, den anderen halt nicht, das ist halt das Ding. Laufen wir direkt in die Ecke. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Was passiert denn, wenn wir das Kabel verlegen? Töten wir damit nur einen oder töten wir damit beide? Okay, nee. Das ist auch nicht.
Eventuell, was wir noch machen könnten, wäre. Ich glaube, da laufen immer beide hin, ist das Problem. Wenn ich das beide dahin mache. Nee, ich lauf da einer. Ah, der hat uns gesehen, leider. Okay, warte mal. Okay, schade. Boah, ich will den echt ausschalten, ich weiß nicht wie. Der läuft vorne, das heißt, ich muss den Kollegen irgendwie weglenken. Das Ding ist, er will auch einen Report haben, das heißt, weglenken wird schwierig. Ich könnte versuchen, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, dass ich die Kokosnuss einfach hier irgendwo hinwerfe. Einfach hier sozusagen einen Ton mache. So nämlich. Dann die Ziegel nehmen. Es gehen wieder beide reporten. Ich müsste den einen ausschalten. Der eine muss weglaufen. Okay, ich glaube, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn, glaube ich. Hier ist auch gerade keiner drin, das heißt, wir können ihn hier perfekt gerade beseitigen. Ohne dass der hier. Okay, und wir haben den Bodyguard von ihm. Er hat keinen Bodyguard mehr, das ist schön. Jetzt können wir ihn gleich einfach irgendwie unten in dem Raum auch eben auch ausschalten. Okay. No Bodyguard for him. Wir speichern das ganz fix. Dass wir ihn jetzt. Ah, und jetzt wird er gleich wahrscheinlich irgendwo die Treppe runterlaufen, so komplett ohne Schutz. Genau, da die Treppe wird er runterlaufen. War hier die Treppe? Ja, hier war die Treppe. War hier irgendwo schon eine Box? Nee, ist da vorne. Ich speichere hier, dass wenn wir jetzt das nicht schaffen, dann töte ich ihn hier auf der Treppe. Ich glaube, hier läuft nämlich keine andere. Wir brauchen nur eine Spot, um ihn zu beseitigen. Perfekt. Das hört sich doch perfekt an. This is where a cavalier attitude gets you in this line of work. Remember that. Okay, jetzt haben wir die beiden erledigt, das was sehr, sehr lange gedauert hat. Okay, wir sprechen ganz vorne. Wir haben zwei Leute, Kameras haben wir. Uns fehlt jetzt noch einer. Die erkennen uns einfach hier nicht hin da. Darf ich hier hin? Nein, darf ich nicht. Not a thing. That worries me. Gray's never late. He'll be fine. He always is. This whole evening's taking an uncomfortable turn. I don't like that new security guy. The one from Munich. He's not right. You think they're connected? I don't know. He wants to talk to me, so we'll see. I'm just trying to avoid him until we got Gray sorted out. Don't worry. The boys are trying to stall him as much as possible. Maybe I should just call him and get it over and done with. I need to think. Ja gut, aber ich habe den gerade getötet, den mit dem er sprechen wollte. Das ist ein bisschen doof. How's it looking out there? Good. Crowded. Hope they're not just drinking water. You don't get rich from water. Nah, we are doing good on the distribution front. Ich habe auf einmal fehlende Nummer. Hier können wir auch nicht viel tun. Spielzeugpanzer nehmen wir mit. Wir nehmen aber alles mit. Es geht. Hier darf ich eigentlich auch nicht hin. Hier gibt es immer eine Waffe. Wo geht's hier runter? Nirgendwo. Doch, Kante.
klettern. Jetzt nach oben. Gehen wir nach oben. War hier, glaube ich, schon, aber... Wir machen mal. Okay. Jetzt werden wir mich erkennen. Laufen wir hier lang. Ich würde gerne noch so einen Detective finden. Einfach mal nach... Oh, hier geht es aber schon weit nach oben. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Was haben wir hier? Öffnen. Das sieht aus wie so ein... Oh, jetzt kommen wir von draußen rein. Das ist gut. Jetzt kommen wir von draußen hier rüber rein. Ohne dass wir es machen müssen. Okay. Wir gehen mal weiter nach oben. Wir dürfen ja eigentlich nicht hin, aber jetzt haben wir wenigstens den Hintereingang entdeckt. Wie geht es denn hier nach oben? Da würde ich uns hier untergehen. Wir gehen weiter nach oben. Wohin ist... Ja, gucken wir mal weiter hoch. Hier haben wir was. Hier ist noch eine Tür. Oh, hier sind wir am Dach. Bringt uns das Dach hier irgendwas? Hallöchen. Hier geht's nur eine Etage runter. Ah. Okay, ich glaube nicht, dass... Also, ich hätte vermutet, so spontan hätte ich jetzt vermutet, dass irgendwer vielleicht... von oben sich alles anguckt, so als so für Vogelperspektive oder so, aber anscheinend auch nicht. Da steht irgendjemand. Der vielleicht. Du hast mich gar nicht gesehen, Typ. Bitte sag, du bist so ein Agent. Bist du einer? Ich glaube, du bist keiner tatsächlich. Wenn du kein Agent bist, wer von euch ist dann einer? Da vorne läuft noch jemand rum. Der hat keine Umrandung. Ich ganz knapp gerade gesehen. Und speichern wir hier nochmal. Nicht da, sondern vielleicht hier. Mit Fragezeichen rauszunehmen. Hier steht keiner Frage. Wir haben nichts gesehen. Oh. Okay. Wir sind wieder auf irgendeinem Dach. Sehe ich vielleicht von hier oben irgendwas. Hier ist so wirklich so eine Party-Area. Wir müssen nur darüber. Wir können ja mal die Brücke darüber nehmen. Ich weiß nicht, wie das Treppenhaus, wo wir gerade schon waren. Genau, gerade sind wir da runtergegangen. Okay, dann lass uns mal hier darüber die Brücke nehmen. Mal hier drüben gucken, Überführung entdeckt. Hier ist nichts los. Wir speichern trotzdem mal, falls gleich irgendwer random um die Ecke gelaufen kommt. Hier chillt noch jemand. Chillen noch zwei Leute. Hier ist so eine Sprühdose. Ist hier drin irgendwer? Hier den können wir wen loswerden, also müsste hier auch irgendwo ein Ziel eigentlich in der Nähe sein. Du erkennst mich nicht. Aber wie spontan sagen, bist du nicht das Ziel. Du erkennst mich aber. Und du siehst auch aus wie ein Wachmann. Just remember your briefing and stay on task. Let's go. Hier ist wirklich einer. Okay. Agent Green.
Agent Green. Agent Green wird doch bestimmt da vorne in das Haus reinlaufen, oder? Agent Green, da unten haben wir noch gar nicht. Ich glaube, da müssten halt auch Leute sein. Ich glaube nicht, dass es nur die 5 gibt. Ich glaube, es wird gibt schon mehr. Wenn der wirklich in der Nähe von dem Ding stehen bleibt. Okay, wir speichern ganz fix. Wenn wir doch hier irgendwo eine Ablenkung. Hier war die Ablenkung. Oh, es ist genau er, der hier hinkommt. Ich glaube nicht, dass die alle schallgedämpft sind. Kann ich den werfen? Ja, den kann ich werfen. Okay. Ich speichere nochmal ganz zur Sicherheit, weil ich habe Angst, dass ich ihn jetzt nicht treffe oder so. Aber dass er das da durchs Fenster sieht, ist ja auch unlucky. Okay, er kommt hier hin. This is not my bloody job. And it's on. Und er ist tot. Jetzt ist er tot. Ah, okay. Jetzt müssen wir wirklich noch 5 Cent holen müssen. Bist du da rein? Green! Agent Green, are you still there? Another one. That's it, I'm pulling the plug. Get out of there now. Der passt hier ins Ohr. Ich dachte, das haben gut alle haben. Okay. Jetzt hat noch jemand ans Ohr gefasst. Das heißt, ich denke, hier wird irgendwer jetzt gerade auch abhauen wollen. Aber wir, anscheinend sollen wir aber nur den Ausgang finden. Also den einen Ausgang, wo wir wahrscheinlich reingekommen, weil es so den einen gibt. Und nur den einen geben wird. So, hier ist wieder unser Kollege und Freund. Okay, das war mal eine andere Mission, würde ich sagen. Vielleicht bin mir nicht sicher. Ich sollte vielleicht sicherheitshalber speichern. Ich weiß nicht, ob wir eine Outro-Sequenz haben. Wir hatten jetzt keine Intro-Sequenz. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir eine Outro-Sequenz bekommen. Laufe ich überhaupt richtig? Nein, der Ausgang ist doch außen. Draußen oder nicht? So, auf die ganz andere Seite. Bin ich doof? Ich bin doof. Okay. Hier. Hier bin ich. Nee. Ah, jetzt muss ich mal zusammen die Karte. Wir sind hier reingekommen. Ja, warte. So, ist auch richtig. Hier ist der Club-Eingang. Hier müssen wir dann, genau, jetzt haben wir es. Hallöchen, ich bin wieder weg. Tschüss. Wir hören uns. So, wir haben 5 Agenten ausgeschaltet. Wie gesagt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier noch mehr Agenten gab. Aber wir laufen aus der Mission raus. Kommt, wir keine Mission verlassen, Ding. Egal. Jetzt kommt aber hoffentlich eine Katze. Ah doch, die Tankstelle. Da waren wir doch vorhin schon. Da habe ich nichts gefunden. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Okay. Da gibt's wieder das laute Achievement, was es die letzten Dinge immer gab. Okay, es war wirklich nur eine kleine Mission sozusagen. Wir haben hoffentlich den lautlosen Killer abgeschlossen. Der Joker, der Anführer. Lautloser Killer, genau, das wollten wir haben. Ah, das waren die 5. Ach, hier sind wahrscheinlich die ganzen Agenten, die wir hätten töten können. Okay, 19 Erfahrung, aber lautloser Killer. Was mein Hauptziel ist. Hitman 1, ganzen Hitman 1 Maps habe ich ja, glaube ich, fast nicht geschafft. Oder will ich auch nochmal zu spielen. Okay, dann gucken wir uns jetzt hoffentlich noch eine Cutscene an, weil ich denke, Agent 47 wird noch mit Olivia reden im Imbiss.
You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. Oh, Diana. Bruised, but not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Ich habe immer noch dass die Vermutung, dass wir irgendwann richtig irgendwas abkriegen, weil wir ihre Eltern getötet haben und deswegen sie uns vielleicht verraten wird oder irgendwie sowas oder uns selber versucht zu töten. Ich weiß es nicht, bin mir halt echt nicht sicher. Ich glaube halt immer noch, dass das irgendeine Folge hat, dass wir sie getötet haben. So. Genau, das war jetzt. Genau, das war jetzt hier die Zwischensequenz. Haben wir noch 1, 2, 3 Maps und dann haben wir es schon, sehe ich gerade. Ja, drei Stück. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, das müsste Japan sein? Ne, China, sorry. China. Ich kenne die Zeichen leider nicht, ich verwechsel die immer. Genau, in China sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!